Mist! Noch 9 Stunden. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich die Kiste heiß kriege. Holgis Kreidler macht satte 120. Der ledert mich doch vor der gesamten Clique ab. Und 5 plus 5 sind 10? So wenig bloß? Nö, das stimmt doch was nicht. Moin, Meister. Moin, Werne. 2 im Sinn? Wieso, Werne? Ist doch noch gar nicht 7. Nee, ist erst halb. Aber ich mach nachher eine halbe Stunde eher Schluss. Hab einen wichtigen Termin. Wieso bestimmt hier der Lehrling die Zeit? Sag mal, Werne, willst du mir neue Sitten aufzwingen? Nee, Meister. Aber das gibt doch heute sowieso nicht viel zu tun. Und da dachte ich... Werner, du bist der größte Drückeberger des Universums. Und da bist du nur noch stolz drauf. Hast du die alten Snivelstücke aussortiert? Hab ich. Und was ist mit dem Messingschieber? Hast du die alle aufpoliert? Hab ich. Und den Resteisenhaufen, was ist damit? Hab ich alles sortiert, einzeln ausgemessen und der Länge Durchmesser und Materialdichte nach in Kisten verpackt und archiviert. Ja, verdammt nochmal, dann machst du das eben nochmal. Siehst du nicht, dass ich hier zu tun hab? Du bringst mich aus dem Konzept. Nun sei doch nicht so egoistisch. Sortieren geht über Studieren. Sortieren geht über Studieren.